Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge oder Aufnahmesession. Nennt es wie ihr wollt, weil zwischendurch mache ich ja weiter und deswegen keine An- und Abmoderationen bei vielen Folgen. So, ist duster. Ich habe es ja vorhin erst mal geschlafen gehabt. So, guckt mal. Guckt mal! Der Buddy hat was gebaut. Ihr seht, der ist ja schon drin. Ich habe den da drin gestellt und dachte dann so: Nein, verdammt! Jetzt habe ich den da schon reingestellt. Da wollte ich doch im Let's Play machen. Ah, haben wir jetzt aber jetzt so gemacht. So, Freunde, warum... Ah, guck mal, das leuchtet... Wieso leuchtet denn das hier durch? Hier ist eine Lampe hinter. Deswegen leuchtet das durch. Okay. Liebe Entwickler, da ist noch eine Lampe hinter. So, warum hier noch nichts drin ist? Hier kommen später hier seine Bücherin. Quasi als Bibliothek. Und warum noch kein Dach drauf ist? Ich überlege, ob ich ein zweistöckig mache. Ich überlege, ob man das vielleicht so machen könnte, dass man hier so eine Treppe hoch und dann rechts und links da irgend... weiß ich noch nicht. Bin doch nicht ganz schlüssig, wie und was und naja. So, Imshek, haben wir hier einen spartanischen Gedöns hier. Ja, endlich kann ich mich an die Arbeit machen. Ich werde dir wirklich behilflich sein, kein Zweifel, mein Gott. Schlaganfall 1, 2, 3, 4, 6. Aber guckt mal, wie hell das ist, auch hier drüben bei Olaf hier, Oskar. Nee, wie heißt er? Ich weiß nicht, wie der heißt. Wirklich. Muss es jetzt sein? Nee, ich wollte bloß den Leuten hier zeigen. Das sieht schon geil aus. Das ist schon richtig schön hell, Alter, im Dunkeln hier. Auch hier sieht es voll nice aus. Ja, so, wollen wir mit dem reden hier oder mit dem Kollegen hier sprechen? So, über Magiestäbe und Zauber. Was auch immer es ist, irgendwas hat er gesagt hier. Wie ich sehe, stehst du mit der Flamme in Verbindung. Oh, glorreiches Licht. Du musst der Magie fähig sein. Warum versuchst du es nicht? Zauberstäbe sind einfach zu nutzen, aber für Magiestäbe braucht man Zauber als Munition. Ich kann dir das beibringen. Stelle mit mir einen Zauberstab aus totem Holz her und du wirst spüren, wie das Licht durch deine Adern fließt. Ich muss mir mal kurz anders hinsetzen. Ich finde es gerade ein bisschen doof und ein bisschen doof. Weil jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man dann auch Zauberstäbe nutzen kann. Bis dahin hätte man vielleicht Kampftechniken lernen können, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hätte man da irgendwo ein Tutorial einbauen sollen, was jetzt diese Quests bis zu diesem hier angeht. Und dann Lendgren kannst du, und vielleicht könnte man auch so machen, dass die, ich meine, du kannst ja schon Zauberstäbe herstellen. Du findest ja auch schon Zauberstäbe. Du kannst ja auch schon Magie wirken und. Aber er kommt jetzt um die Ecke und will uns zeigen, wie man einen Magiestab herstellt. Was wir schon haben. Ja, wir haben... Junge, wir haben schon... Geistermagiestab. Knochenmehl, Harz, das hätten wir alles. Was will er denn jetzt eigentlich? Warte mal, ich muss mal gucken. Nee, das ist ja hier... Warte mal, wir machen erstmal... Wir sind jetzt hier. Wo ist denn... Das ist aber noch nicht so richtig eindeutig da, was ich da habe. So, was ist denn jetzt hier? Das machen wir jetzt. Stell einen alchemistischen Magiestab her. Wo war denn das Ding hier? Schleifstein. Oh, das ist interessant. Wir kriegen hier... Ja, das möchte ich. Knochenmehl, Metallschrott, Stofffetzen, Garn. Okay. Büchersammlung. Guck mal, mit die... Ach, hier, die alten Bücher. 80 Bücher für eine Sammlung, oder was?
80 alte Bücher brauchen wir für eine Sammlung, bestehend aus 4 Büchern? Naja, sind nicht alle. Was? Hier, 20 für ein Buch. Für ein Buch brauchst du schon 20 so eine Dinger. Alter, was? Junge, habt ihr Lack gesoffen? Also die Rüstung sind wir da, da sind wir. Leuchtstaub, Insektenstaub, Schleifstein. Für schlichte Malarbeiten besonders gut für harte Zutaten geeignet. Eisbolzen. Munition. Wieso haben wir denn Eisbolzen? Wieso fangen wir denn hier mit Eisbolzen an? Warum haben wir denn nicht hier... Was soll ich denn mit Eis? Ich hab Feuer, Jungs. So, ich kann das hier herstellen. So, wir brauchen Knochenmehl, Miasma, Holz und Harz. Ich glaube, ich habe es hier gar nicht mehr. Habe ich noch Harz? Habe ich noch Harz? Warte mal, Harz hatte ich, glaube ich, hier? Nee. Ich dann ein Knochenmehl überhaupt hier lassen? Hier ist Knochenmehl. Was war noch? Ach, dieses Holz. Nee, das ist. Nee, nee. Übrigens, wenn ich den rechten Stick drücke, dann ordnet der die Truhe. Ich hatte ja letztens gesagt, warum das nicht funktioniert. So, hier haben wir das Holz, ne? Nee, Glühwürmchen. Wo ist denn das Holz davon? Metallschrott? Harz? Wir haben da noch ein bisschen Harz. Aber wo ist denn dieses olle Holz? Miasma-Holz. Wo hab ich das schon wieder gelassen? Wo habe ich denn das gelassen? Hier? Hier. Naja. So, wir können jetzt diesen Stab herstellen. Quest abgeschlossen. Kriegen wir jetzt noch eine andere Aufgabe? Achso, wir können besprechen. Ewig magisch. Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Okay. So, jetzt sagen wir mal an hier, was. Miasma-Flüssigkeit. Könnten wir jetzt herstellen. Wir haben ja Flüssigkeit. Und dann hätten wir 50 Eisbolzen. Aber da müsste ich jetzt schon wieder um. Da müsste ich ja noch mit auf Eis gehen. Warte mal, habe ich überhaupt Eis? Ausrüstung verbessern. Eigentlich schon. Achso, was hatte der denn noch alles? Bücher? Ah, das hier wollte ich hier noch. Metallschrott. Knochenmehl? Ah, haben wir jetzt auch noch bloß 2. Wir müssen Knochenmehl sammeln. Kriegerischer Magietreffer. Aber ich würde den Hut gerne jetzt. Warte mal, wir machen auch schon mal den Hut. Damit ich nicht mehr so mit dem komischen Ding da rumrennen muss. Ich sehe aus wie so ein Blecheimer. Mit einer Wattejacke. So, Knochenmehl haben wir. Warte mal, packen wir das hier wieder rein. Was wollte ich? Metallschrott? Metallschrott? Hier ist Metallschrott. Ich nehme mal mit. Und was brauchen wir noch? Knochenmehl brauchten wir. Metallschrott und Garn. 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 Wo ist ein Handwerk? Hier ist Handwerk. Machen wir mal Garn. So, haben wir Garn, haben wir mehr als genug. Wenn danach geht. So, Junge.
Für das Dings, ja. So, den Hut stellen wir noch her. Oh, die Armschienen können wir auch. Schadensmultiplikator Magie. Die können wir auch noch herstellen. Und dann wartet die Wesen. Naja. Na, geil, wa? Yeah, Baby. Wir haben hier Baby. Oh, Baby, sie hat wieder Haare. Sie hat wieder Haare. Sie hat wieder Haare. Oh, yeah. So, und hier machen wir... Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt müssen wir nur Knochenmehl sammeln. Junge, die sieht trotzdem aus wie so ein Sack. Sehen wir schon aus wie so ein Merlin. So, okay, Freunde der Sonne, Freunde der Sonne, Freunde der Sonne. Wir werden... Ist hier noch Platz? Hier ist noch ein Platz. Was können wir da drin schmeißen? Warte mal, wir können da drin schmeißen... Bitte hier. Äste. Ich weiß nicht, ob wir die... Brauchen wir Äste überhaupt? Knochen? Knochen behaltigen wir. Hier, die Hacke brauchen wir jetzt nicht unbedingt für unseren Run. So, wir haben jetzt hier diese Waffe hier. Stufe 5, Stufe 1. So, dann würde ich sagen... Warte mal... Den wählen wir jetzt aus. Und mit dem können wir auch Feuer schießen, ne? Ja, genau. Okay, wir haben 23 Feuer. Dafür, dass das hier alles so Feuer ausgelegt ist, hier die ganze Welt. Findet man das ganz schön wenig. Aber wir werden sicherlich noch... So, den brauchen wir auch erstmal nicht. Wir haben eine Holzverlags, eine Spitzhacke, ein Beil und unseren Zauberstab. Das ist gut. Können wir alles hier lassen. Wir haben auch noch hier... Ich würde gerne mal so wechseln, weil... Ah ne, den Bogen nehmen wir mal mit. Den Bogen nehmen wir mal mit. Haben wir Pfeile? Pfeile habe ich ja nicht. Wo sind denn hier Pfeile? Ich muss wenigstens eh mal Pfeile mitnehmen. Das ist falsch. Haben wir hier Pfeile? Hier sind Pfeile. Gib mir mal hier irgendwelche Pfeile hier. Ausrüsten wird. Okay. Bomben packen wir noch hin. Und das war's eigentlich. So, und dann würde ich sagen... Packen wir erstmal hier hin, wa? Ich weiß noch nicht, ob ich die brauche oder nicht. Keine Ahnung. So, den Streitkolben nehmen wir mit, falls das Ding hier kaputt ist. So, dann haben wir Bandagen. Garn haben wir ein bisschen was, ein bisschen Stein. Suchen wir noch unterwegs hier, wa? Gut. Ewiger Zauber. Wir könnten uns den holen eigentlich. Kann man den Rucksack eigentlich auch irgendwie erweitern oder sowas? Der ewige Zauber. Auf der Karte anzeigen. Das ist alles hier hinter. Wir werden jetzt uns hier hin begeben. Das ist da hinten. Gut, Freunde der Sonne, sind wir bereit? Bereiter wie nur jed. Gut, dann gucken wir jetzt da mal lang. Und werden mal sehen, was jetzt hier passiert. Inget hier hinter lang irgendwie? Guck mal, hier ist ein Weg. Oh, hier ist ein Weg. Sehr gut. Okay, diesen Weg nehmen wir jetzt. Und hier ist der Weg zu Ende. Ist jetzt aber nicht so gut. Wieso ist denn der Weg jetzt hier zu Ende? Oh, was ist denn das? Ha!
Krieg! Die Theorie des Alchemisten. Leuchtenstein ist gefallen, König Gormander ist tot. Eine Armee von geisteskranken, widerwärtigen und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens. Vorgott, ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer hinauf zum Himmel. Es gibt keinen drinnen. Wir müssen standhalten. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier durch? Das ist ja ein schön tief. Kommen wir überhaupt irgendwie runter? Oh, nein, 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 oh, ja, ja. Mach mal hier den Moonwalk oder was? Da müssen wir eigentlich hin, da zu dieser Sternwarte. Zu der Warte. Wir kommen aber hier nirgendwo rum, ne? Oder doch? Gibt es hier noch einen anderen Weg rum? Oder ist der Berg jetzt zu hoch? Wie sieht's denn hier aus? Guck mal, hier ist doch auch noch irgendwie was. Hier sieht's so aus, als wenn wir hier hochkommen. Naja, wir kommen immerhin hoch. Kommen wir hier auch runter. Das ist alles ganz schön steil. Müssen wir echt durch Tal? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Ach, das ist der Anfang, wo wir angefangen haben. Okay, wir kommen da nicht lang. Nee, wir müssen irgendwie unten durch diese ganze Miasma durch. Ich hab die Ahnung. Ihr habt es ja ahnt. Naja, gucken wir mal. Oh. Das Zicklein schläft. Wir haben es mitgenommen. So. Das Schild gefällt mir. Steinschild. Irgendwie gucke ich hier immer gerade so, wo es hier vielleicht irgendwo runtergehen könnte, wo wir... Halt, machen wir nicht so schnell. Mädchen, mach nicht so schnell. Wenn ich mal groß bin, dann lerne ich Harry Potter kennen. Alter Junge, Bock, wo willst du hin? Nein! Oh, Alter, Junge! Ich bin dem Bock gefolgt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das war scheiße. Das war das. Oh, und wie war so dein Tag? Naja. Bin irgendwo runtergerutscht. So, jetzt müssen wir sowieso dahin. Scheiße. Herrlich. Ach nee, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Blöde Töle. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Obwohl, das Inventar ist ja sowieso nicht voll geladen. So, wir sind in Miasma. 6 Minuten haben wir jetzt Zeit, um da rauszukommen. Wir müssen erstmal unseren... Aua. Also noch einer. Wo ist denn das Ding jetzt hier?
Hä, sag jetzt nicht, dass das oben irgendwo. Kann ich Schnellreise nochmal. Hä, ist das. Ist der oben? Naja, wir holen später. Ah, hier, die Zicke lebt noch, oder was? Okay, wir sind schon mal raus aus dem Gedöns hier, aber nur in Stücke. Muss man, ich nehme das mal mit, vielleicht brauchen wir das hier noch. Da ging doch ganz schön schnell runter, war. Erstmal raus aus dem Gedönst. Gucke mal hier oben lang. Glück haben, rennen wir hier durch. Oh, was ist denn das? Oha. Da hört ihr diese Geräusche, Junge. Alter, das ist doch nicht normal. Bleibt doch mal ruhig. Ja, sowas will ich hören. Ich möchte das ganze Spiel über so eine schöne Musik hören. So eine ganz ruhige. Auch wenn ich in gruseligen Situationen bin. Stellt euch doch mal vor, so eine Musik. Wenn da so ein, keine Ahnung, so ein Riesenmonster kommt, so ein richtig fettes Monster, das dich mit Haut und Haaren fressen tut, mit dem Zug. Und dann hast du so eine ruhige Musik, so eine schöne, entspannte Musik. Ja, nicht drin. Ist nicht mal eine Tür drinne. Ein bisschen deprimierend. Alter, warum kann ich hier nicht rein? Ich komme hier nicht rein. Was? Warum nicht? Hier steht ein Gebäude, wo ich nicht rein kann. Wollen die mich verarschen? Oh, das ist ein Ding Dings hier hauen. In einem Stein, Felsen, Berg. Mann, ich habe gerade das Wort gesucht. So. 80 Meter. Wir sind fast da. Wo wollen wir eigentlich hin? Irgendwas habe ich markiert. Aber was war hier nochmal? Ach hier, die Flamme. Ah. Okay. Sehr gut. Kann man Altäre eigentlich wieder abbauen? So, wir sind jetzt hier, ja. Ich gucke mal hier lang. Was stand da? Ende des Early Access Bereichs. Kehre jetzt um. Dieser Bereich wird demnächst verfügbar sein. Oh, wie demnächst verfügbar? Hier ist doch unten Schluss. Wo wollen die noch hin? Leute, lass uns aber erstmal eins fertig machen. Ich will eigentlich da zu der Warte jetzt. Und gucken, was jetzt hier auf unserem Weg jetzt hier noch kommt. Guck mal, wir haben hier noch
Krypta, der Schreiner. Oh, wie der geholt hat. Tut denen ja schon ein bisschen leid, wa? Ja, aber was die hier für Knochen angehäuft haben. Dafür, dass hier kaum irgendeiner ist. Haben die ganz schön viel zu fressen hier. Was ist denn da? Wer ist denn da gehüpft? Habt ihr das gesehen? So, hui! Warte, bitte, mal um. Hui! Hui! War zu langsam. Ich war zu langsam. So, dann kommen wir wieder an so einen Punkt hier, wo wir wieder da durch müssen, wa? Das war so ein Stein hier. Sah dann unnatürlich aus. Juckt die Nase. Ich würde sagen, wir bauen uns hier mal einen Schrein hin. Wir können ja noch ein paar aufstellen. Oder was meint ihr? Flammenaltar. Wir brauchen noch Stein. Da waren doch hier irgendwo welche. Gut, dann würde ich sagen, boah, dann gleich mal hin hier, wa? Oh, hin hier. So, okay. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schnellreisepunkt hier. Nehmen wir ein paar Steine mit hier, wa? So, sind wir denn hier eigentlich? Was haben wir denn da? Ah, the end of the world. Was ist das für eine Formation da? So, wir müssen auf die andere Seite. Das heißt, wir müssen hier irgendwo runterrutschen. Was ist das denn? Ist es? Das ist das nächste Ding hier, was wir bereinigen können. Aber das ist hier alles rot. Was haben wir denn alles im Inventar? Was? Ich behalte mal das hier kurz. Können wir hier überhaupt drin schon? Ansonsten probieren wir den Weg da hinten lang. Darüber. Und dann da außen rum. Okay, da kommen wir ja nicht rüber.
Oh. Warum verderben die eigentlich nicht die Ziegen? Wollte ich jetzt hin? Hier oben hoch, ne? Irgendwie runter, da will ich aber ja nicht runter. Kieferbogen haben wir bekommen. Salzquelle. Oh, oh, oh. Die auf jeden Fall kaputt. Aber er lebt noch. Hier, hier. Ja, sehr gut. Aber wir werden eh fast gleich raus, oder? Hier gibt's doch schon wieder. Hier sieht er schon wieder freundlicher aus. Kann das? Ah, wir sind draußen. Sehr gut. Da drüben kommen wir ja noch gar nicht hin, wa? So, was haben wir denn da für ein Nest? Wie kommt man da rüber? Wie kommen wir denn da rüber? Wo kommen wir denn da hin? Kannst du mich mal... Steht da einer?
Du Idiot. Oh, du dämlicher. Du dämlicher Lappen, du. Wie kann man da einfach irgendwo runterfallen? Sah das so aus, als wenn da gerade das Fenster aufgeht und die schießen da raus? So, hier sind Bücher. Anstatt die einfach mitzunehmen. Schade, dass man nicht mitnehmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich hier einfach irgendwas mitnehmen kann. Und dann hast du das. Du siehst Dinge, nimmst die mit oder grabbelst die an und kannst die dann für dich selbst verwerten, verbauen. Da ist was. Warte mal. Mal guck mal, du kriegst ja bloß eh ein altes Buch daraus. Krass. Hier müsste man noch das Feuer anmachen können. Ist sie im Bett? Hat den ja schon im Bett gesehen hier? Nee, Mann. Hier vorne, Mensch. Hier vorne, der Mensch. Alter. Warum? Oh. Alter, Junge. Viel mehr. Also, was ist das? Habt ihr eine Macke oder was? So, okay. Zu dem Haus kommen wir ja nicht. Da müssten wir erst da durch. Da kommen wir nicht rum. Okay. Dann nehmen wir da hinten lang jetzt. Kommen wir denn da überhaupt lang? Da ist ein Weg. Ist richtig was los, sag mal. Kommen denn die alle her, ihr Freunde? Folgen einfach mal dann dem Weg.
Nee, ist Blechle. Wenn nicht mehr. Wo war jetzt der Weg hier? Man später so weit hochbauen kann? Wahrscheinlich. Lampen hier an. Ich finde es cool, dass sie Lampen hier annehmen. Das ist so gleich eine ganz andere Stimmung hier. Oh, wer ist er denn? Ja, der hält aber auch nicht viel mehr aus als der andere Rest. Treffen lassen möchte ich mir von dir auch nicht. Lila bedeutet meistens immer, die sind stärker. Wo hat er denn jetzt wieder? Halt. Ich drücke mal die falsche Taste. Was ist denn das hier überhaupt? 14 Schaden. Stufe 3. Oh, unser ist fast kaputt. Unser ist fast kaputt. Da müssen wir sowieso ausweichen. Ich hoffe, dass hier irgendwo... Da müssen wir hin. Guck mal, da kommen wir doch zu dem Haus. Ich hoffe, dass da irgendwo in dem Haus was zum Reparieren ist. Warte mal, ich mach mal Folgendes. Und zwar... Machen wir das mal so, dass ich dann gleich wechseln kann. So, die lassen wir erstmal außen vor. Ich will jetzt erstmal nur zu dem Haus. Da hinten leuchtet irgendwas rot in der Höhle. Oh, wir sind doch Stufe 5. Gibt es 100 Pro, gibt es hier. Schon eklig, das Geräusch. Oh. Oh, hier ist noch eine Truhe, die ich gar nicht sehe. War zu duster. Heilungsstrom. Magieladung. Guck mal, was hier. Hier sieht es doch aus.
Boah, die kann ich auch nicht sehen. Mana-Trank. Gibt es hier irgendwo ein Bett? Sieht aus wie eine Taverne oder sowas. Müssten oben die Zimmer sein. Kurzfristig. Die Bücher sehen aus wie Knochen. Was sind das hier? Nägel? Ausdauer-Regeneration.